Es gab in der Geschichte immer wieder Christen, die haben Dinge abgelehnt, die ihnen neu waren oder unbekannt oder fremd und haben dazu ein Argument gebraucht und haben gesagt, das steht nicht in der Bibel. Das finde ich nicht in der Bibel. Ich lese nicht, dass Jesus das getan hat. Bei Licht besehen ist dieses Argument erbärmlich. Es ist ein billiges, unfaires Pauschalargument. Warum? Weil fast nichts von dem, was unser heutiges Leben ausmacht, in der Bibel zu finden ist. Fast gar nichts. Ich möchte nur mal ein paar Beispiele bringen, nur um das auf den Punkt zu bringen. Der Herr Jesus hat niemals Spätzle gegessen. Spätzle sind unbiblisch. Er hat auch keine Pommes gegessen. Oder Schokolade, Eis, Popcorn, schon gar nicht ein Schnitzel. Er hat auch keinen Kaffee getrunken oder Tee oder Cola. Völlig unbiblisch. Wenn wir so vorangehen würden, müssten wir sagen, wir dürfen Wasser und Rotwein trinken und das ist es dann. Er ist auch nie mit der Bahn gefahren oder mit dem Bus oder gar mit dem Auto. Ein Flugzeug, völlig unbiblisch. Wenn wir so denken würden, würden wir sagen, ja, man kann zu Fuß gehen, man kann sich mit dem Ruderboot fortbewegen oder auf dem Esel. Mehr geht nicht. Und in der Tat gab es in der Geschichte immer wieder christliche Gruppierungen, die das tatsächlich dann so umgesetzt haben, die das so extrem verdreht haben. Computer, Internet, Fernsehen, völlig unbiblisch. Wir lesen auch nicht, dass eine der biblischen Personen jemals eine Kopfschmerztablette genommen hat. Ist das deshalb abzulehnen? Und ganz witzig, Jesus hat sich niemals die Zähne geputzt. Wir finden nicht einen geringsten Hinweis darüber in der Bibel. Zähneputzen ist unbiblisch, sollte dann eigentlich, wenn man konsequent ist, abgelehnt werden. Wie ich sage, fast alles in unserem heutigen Leben ist nicht in der Bibel zu finden. Wir können nicht unter einem komischen, albernen Pauschalargument Dinge ablehnen, nur weil wir sagen, das lese ich nicht in der Bibel. Es bleibt nämlich dann fast nichts mehr übrig. Nun mag man natürlich sagen, ja, das sind ja alles normale Dinge dieses Lebens. Wir reden ja von den geistlichen Dingen, von einer ganz anderen Ebene. Okay, dann schauen wir uns das an. Weißt du, dass Kindergottesdienst in der Art, wie wir den machen, in der Bibel nicht zu finden ist? So als separate Veranstaltung, wo die Kinder besonders geschult werden? Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Gar nicht. Ich sage nur, in der Bibel findest du das nicht. Oder die Art, wie wir Seelsorge heute machen. Diese Betreuung mit einzelnen Personen, oft lange Gespräche über einen längeren Zeitraum. Völlig unbiblisch, findest du nirgendwo in der Bibel. Das biblische Konzept ist Befreiungsdienst. Auch nicht den Pastor als so eine One-Man-Show. Nirgendwo zu finden in der Bibel. Gesangbuch, Orgel, Beamer, nein, gar nichts. Gemeindewachstumsprogramme, n-n. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Unser ganzer Sonntagsgottesdienst ist unbiblisch. Der entstand nämlich erst im dritten nachchristlichen Jahrhundert. Den findest du so absolut nicht in der Bibel. Aber es wird noch schlimmer. Begriffe wie Trinität oder Dreieinigkeit findest du nicht in der Bibel. Weißt du was? Das Wort Bibel steht noch nicht mehr in der Bibel, ist also eigentlich ein unbiblischer Begriff. Was ich mit all dem sagen will, ist, es ist nicht fair, es ist unsauber, ein solches Pauschalargument zu gebrauchen, zu sagen, steht nicht in der Bibel, lehne ich ab. Gott hat viel mehr für dich, als du bis jetzt erahnt hast oder weißt. Er hat viel mehr für uns und manchmal stretcht er uns, will uns ausdehnen, will uns mehr zeigen. Und wir dürfen uns da hineinbewegen, dürfen nach mehr von Gott verlangen. Wir finden im Johannesevangelium eine bemerkenswerte Aussage. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Es gibt viel mehr von Jesus als das, was wir wissen, was du erkannt hast, was du bis jetzt weißt. Es gibt mehr. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich und er möchte, dass du dich nach mehr ausstreckst und er möchte, dass du dich nicht blockieren lässt von irgendeinem Argument, was nicht sauber ist und was dich davon abhalten will, in die guten Dinge, die Gott für dich hat, hineinzugehen. Glaub wirklich, Gott hat mehr für dich. Und er will, dass du es ergreifst.